ist doch nicht euer fucking Ernst. Auf Zeit? Komm, 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 komm. Ah. Aber ich hab's ein Stück abgesenkt. Ja, jetzt die andere Seite. Okay. Kann ich einen Speicherpunkt haben und kann ich das auch... Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber wir machen es einfach. Ja, dann nehmen wir den zweiten jetzt einfach mal. Okay. Huch. Huch. Oh. Hätte mich da unter... Ja, hätte ich. Bitte lass es gewirkt haben. Bitte. Yes. Okay. Ah, zu früh. Ich wollte sagen zu spät, aber es war zu früh. Seid doch des Wahnsinns. Ich hasse euch. Oh. Wow. Ja, Mimik, bleiben, das wird viel bringen, Lara. Es wird verdammt viel bleiben, hier unbemerkt zu bleiben. Tschum! Und tschüss, und schön war so oben in der Luft. Ist das geil? Ich hab Spaß so ein bisschen. Weiß ich, irgendwie hasse ich's. Nein! Das war knapp! Oh. Feines Wahrnehmung. Ich sehe auch gleich rot. Wow. Oh. Ihr macht mich krank. Okay. Wir schaffen das. Okay, lauf. Eins. Zwei. Drei. Vier. Machst du nix. Wir hatten's doch fast. Wow. Wir können das. Ich muss dazu sagen, wenn das jetzt Hauptstory wäre, würde ich euch umbringen. Dadurch, dass es aber ein geheimes Grab ist. Ah ja. So. Eins. Zwei. Drei. Timing. Drei. Jawohl! Mach es! War's das?
Darf ich jetzt? Daran kann ich bestimmt draufklettern. Darf ich einen Speicherpunkt haben? Was zur Hölle? Wehe, wenn sich das nicht lohnt. Köcher der Wespe. Verschießen Sie bis zu 3 Pfeile, ohne Pfeile aus dem Köcher ziehen zu müssen. Okay. Grab abgeschlossen. Pfad der Schlacht. Kriege ich XP dafür? Juhu! Raus hier! Okay, das geheime Grab haben wir. Muss ich nur auch wieder rauskommen, ne? Beeil dich, da ist noch ein Geocache oder sowas. Ach, Geocache, die gibt's hier doch gar nicht, oder? Gibt's hier Geocaches? Ich hab noch keine gesehen, deswegen muss ich jetzt einfach mal fragen. Ja, egal. Hoffentlich auf jeden Fall war es ein bisschen sinnvoll. Den Rest sehen wir dann. Ich wollte gerade sagen, nach oben konnte ich doch gar nicht. Ja, wie ihr seht, ich habe jetzt auch die letzten Folgen nicht an- oder abmoderiert, sondern einfach nur querbeet gemacht, weil ich mir dachte, so, wenn wir schon so geheime Gräber machen, so, dann muss das jetzt nicht so. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Dann muss ich das jetzt nicht so professionell machen, weil das ist ewiges Gesuche und dann dauernd anmoderieren, abmoderieren, auf die Zeit achten, ist einfach scheiße, deswegen schneide ich das dann so zusammen. Und wenn wir dann mit der Hauptstory weitermachen und hier nicht mehr in der Stadt sind, dann moderiere ich halt wieder an. Das denke ich die bessere Variante. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das so gefällt. Und oh mein Gott. Ja, ja. Ja, ja. Mich erschreckt so schnell nichts mehr. Ich meine, das Grab eben, muss man sagen. Also, es war schon heftig. Aber andersrum, wir sind laut Walkthrough auch, naja, spieltechnisch etwa bei der Hälfte. Also, solange man sich ja darf und muss dieses Spiel ja dann auch mal anspruchsvoll werden. Und ja, das haben sie ganz gut umgesetzt. Hier, ob hier was passiert, wenn wir hier voll so gegenschwimmen? Ich würde es nicht testen. Fliege. Ach, kennt ihr das, wenn man aufnehmen will und hat auf einmal, also man hat den ganzen Tag nicht eine Fliege gesehen, aber auf einmal hat man 20 Milliarden Stück auf dem Monitor? Kennt das irgendwer von euch? Mich nervt das einfach nur. Ich werf dann immer, ich hab dann hier diese, wie heißen die, diese Dinger, die man nimmt, um bestimmte Notizen und sowas alles zu machen. Und die nehme ich dann immer und schmeiß mit denen auf meinen Monitor, weil wenn du die klatscht, die erwischst du sowieso nicht und dann haust du dir den ganzen Monitor kaputt. Aber mit den Dingern passiert wenigstens dem Monitor nichts. Ich bin so unfähig. Sei mir nicht böse, ich brauche Leder. Seltene Tierhaut. Oh, sogar seltener. Cool. Oh. Neues Lager entdeckt, wilder Dschungel. Was? Wo? Wo denn? Wo ist denn hier ein Lager? Hier ist so ein Wilddings, so ein Überlebensversteck oder wie die Dinger heißen. Aber wo ist hier ein Lager? Ach, da oben! Da habe ich jetzt nicht als Lager identifiziert. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ach, warte. Okay. Gut. Was kannst du nicht? Gut. Neues Lager. Nehmen wir es doch mal. Können wir denn irgendwas... Mingus hat Unuratu. Und an den gefangenen Rebellen wird ein Exempel statuiert.
Was für ein Chaos. Ja. Wie viele Fähigkeitspunkte haben wir denn? Einen. Ja gut, das haben wir jetzt erhalten, den Köcher der Wespe. Also wir können quasi... Wir können quasi Sachen lernen, die sogenannten Meisterdinger oder wie die Dinger heißen, in geheimen Gräbern, die wir sonst erlernen müssten. Ach nee, das sind die hier unten. Herausforderungskrabbelungen, alles klar. Das sind doch extra abgestempelt. Schade, ich dachte, das wäre jetzt cool gewesen. So. Pfeile auf zwei Ziele erschießen will ich gar nicht. Ich will eigentlich das hier. Was brauche ich dafür? 3 Fähigkeitspunkte. Na gut. Dann sparen wir halt. Ich wollte gucken, ob wir was skillen können. Ein Upgrade für den Recurve-Bogen ist verfügbar. Was bringt das? Eine Fallstütze schafft man das Auflegen von Pfeilen einfacher und schneller. Wir haben unseren Bogen. Wir haben unseren Recurve-Bogen vollständig. Ja, hier sind 3 Upgrades verfügbar, aber das bringt nichts. So. Was können wir mit dem Gewehr machen? Da fehlt uns jetzt wieder irgendwas, aber wir können hier... Individuelle Griff. Der verbesserte Griff ermöglicht ein besseres Halten und gleich den Rückstoß besser aus. Oder aber... Da brauchen wir Bärungsgut und Haut für. Klebeband-Doppelmagazin. Ich nehme jetzt einfach das, weil wir wollen unsere Waffen... Wenn wir wirklich schon bei Hälfte sind, dann wird es ja vielleicht auch demnächst mal wieder zu ein paar Kämpfen kommen. Und ihr wisst, ich... Und Stealth, wir werden keine Freunde mehr. Ich habe das mit Keks auch schon ausgewertet. Der hat sich auch schon halb tot gelacht. Jedenfalls, nein. Wir werden mal schauen, ob wir in diesem Spiel im Laufe... Nachladerogler? Okay. Dass wir im Laufe des Let's Plays auf 100% kommen. Das heißt, ich werde dann auch demnächst... Ich weiß auch nicht, ob ich es nach dem mit der Hauptstory mache oder ob ich es davor irgendwie mal mache, dass ich da dann irgendwie einfach mal so 20 Folgen oder so... Ich weiß aber noch nicht, wie ich das mache, weil einerseits möchte ich euch damit nicht langweilen, wenn wir jetzt hier wirklich stundenlang die Insel abkratzen. Vor allem muss ich dafür noch eine Sache vorstellen, sonst hätte man ein Basislager brauchen müssen. Aber ich glaube, hier war noch mal eins. Ich glaube, hier in der Nähe war irgendwo eins. Ich will euch nicht stören. Ich glaube, da unten war noch eins. Dann kann ich euch das mal zeigen. Ich habe es schon irgendwo... Was ist denn hier? Einfach nur Wasser. Gut. War doch irgendwo noch ein überlebenden Basislager da hinten, ne? Gehen Sie einen Basislager und rüsten die blaue Tunika aus. Will ich gar nicht. Ich will eigentlich. Ein Basislager will ich, aber ich will gar nicht die blaue Tunika ausrüsten. Da ist es, genau. Wo komme ich denn hier hin? Bin ich denn hier jetzt? Habe ich jetzt irgendwelche Vorteile? Ups. Ich mache jetzt aber nicht mit der Story hier weiter, oder? Der Feder liegt hier auf Condor-Federn. Ah. Wo geht's denn da oben lang? Ich zeige euch das noch. Ah. Huch, nichts zum Lesen, aber hier. 73%. Creature, ein Bericht über die Geburt eines Anführers. Während einer erbitterten Schlacht legt ein Mann aus zweierlei Blutlinien die Waffen nieder und überzeugt mit einer leidenschaftlichen Ansprache die anderen Krieger, es ihm gleich zu tun. Sie folgen ihm vom Schlachtfeld in die Stadt und enthaupten dort mehrere Kaufleute, deren Streitigkeiten den Krieg verursacht hatten. Finde ich vernünftig. Immer die zur Verantwortung ziehen, die es auch verursacht haben. So. Da ist noch was. Aber da komme ich nie hin. Ja, wenn ich falle. Gut, wir gehen erstmal wieder runter. Das war jetzt nicht der Plan. Wie sie einfach... Ja,
mir geht's gut. Und dann im nächsten Moment zwei Schritte weiter. Oh, ich fall mal um. Gut. Kann ich jetzt mal aufhören, mich umzubringen? Wer macht Death Counter? Okay. Wisst ihr was, Leute? Ich habe eine Sprachnachricht gekriegt. Hör ich mir später an. Und wem denn von Max? Machen wir es halt so. Ist mir Bombe. Machen wir jetzt noch einen schönen Kopf. Körper. Oh, was ist denn hier? Wo geht's denn hier hin? Kommen wir nicht durch. Okay, dann waren wir hier wahrscheinlich schon, oder wir müssen hier noch hin im leideren Verlauf. Alles klar. Gut, wir gehen jetzt zum Basislager. So. Und dann zeige ich euch das mal ganz kurz. Fähigkeiten, ob ich das schon irgendwo finde. Das will ich sowieso haben und dann suche ich eigentlich. Skill gab es bisher in jedem Tomb Raider Teil. Sehen Sie Fall mit Überlebensinstinkten, erzielen Sie durch falschen bessere Preise bei Händlern. Ah, Sicht der Eule. Davor gab es dann immer so gewisse Sachen, wenn man zum Beispiel... Vielleicht kommt das auch noch, wenn man zum Beispiel jetzt so Reliquien und so, die man auf der Karte hat, sich markiert, konnte man direkt richtig mit Wegpunkten markieren und die dann gezielt zoomen. Ich weiß nicht, ob es das jetzt hier gibt, weiß ich jetzt allerdings... Ob es die jetzt hier gibt, weiß ich allerdings nicht. Dann ist erstmal das Pflicht. Wir haben ja auch noch ein paar Sachen, die wir durch Story-Fortschritte freischalten können. Von daher, schauen wir mal. So, Missionsgeber entdeckt. Aha, wen denn? Holz? Meins. So, jetzt suchen wir dann mal weiter unsere paar Leute. Unmöglich, ich kann nicht mehr tragen. Im unteren Dorf. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Im unteren Dorf sollen hier welche. Ah, gibt es Bärungsgut, ne? Im unteren Dorf sollen die hängen. Wir haben einen gefunden, drei verbleiben. Dann suchen wir mal noch ein bisschen. Kobachi-Bar? Irgendwas. Zorn verrät Böses. Gehen wir mal hier hoch. Stöhn nicht, Lara. Wenn mein Kleider nachher voll ist, dann hast du Pause. Weil dann muss ich erstmal bearbeiten und schneiden. Ja. Ja. Bisschen Öl. Da ist die Main-Mission. Wir müssen ja hier... Sind aber auch gut versteckt, eh. Kann ich den jetzt eigentlich entziffern? Ja, kann ich. Das beschreibt etwas in der Nähe. Ein einsamer Wächter hält seine Hand über mich und seine Ernte. Karte aktiviert, Monolithenhinweise enthüllt. Aber früher konnte man zum Beispiel einfach das hier so markieren irgendwie. Und dann... Da haben wir erst wenig entdeckt. Hier fehlt mir noch ein Dokument.
Müsst ihr mal gucken, also. Seid ihr eigentlich unhöflich? Lara erzählt hier irgendwas und ihr quatscht ihr ins Wort. Hier ist doch. Die müssen hier. Schon irgendwie komisch. Müssen ja hier irgendwo sein. Du bist nicht mehr alleine. Sie massiert immer noch ihr Mehl. Und hier noch einer? Ne. Huch. 80% Creature, ein Hilfegesuch. Die neuen Anbaumethoden des Kultes von Kukulkan haben zur Vernichtung weiterer Pflanzen geführt. Zuerst starben die Bienen, dann fiel die Kakaoernte aus. Der Boden ist so schwer geschädigt, dass auf ihm nur noch Mais wächst. Und selbst diese Pflanzen sind kaum lebensfähig. Wenn wir nichts unternehmen, droht Paititi eine schreckliche Hungersnot. Ja. Da unten ist noch ein Monolith im Übrigen. Na gut, gucken wir uns den mal an. Kann ich den schon entziffern? Ja, kann ich. Das waren ja fleißige Bienchen. Hm, was ist das für ein Dialekt? Ich muss etwas übersehen. Hm? Die sind das wissen über den Mam-Dialekt und den Mund zu entziffern, aber da ist ja noch was. Der untere Teil ist beschädigt. Woher soll ich wissen, was das Was machst du da? Ich versuche, das blöde Wandbild zu lesen. Avil, mehr Respekt. Tut mir leid, Au. Ich respektiere Kukulkan. Ich studiere die Wandbilder, um eine Schlangenwache zu werden, wie mein Vater. Er ist bestimmt sehr stolz auf dich. Aber was ist, wenn ich die Lektion nicht verstehe, die sie lehren? Ich kann vielleicht helfen. Denkst du, dein Vater hätte was dagegen? Wirklich, Mayu? Nein, Kind. Dein Vater würde sich bestimmt freuen, dass die Au dir geholfen hat. Großartig. Ein Teil von dem hier habe ich. Wasser. Also irgendwas mit Wasser. Glaube ich. Die anderen muss ich mir noch ansehen. Wie wär's, wenn ich mir alle Wandbilder ansehe und dann komme ich zurück und wir reden darüber? Ich bin hier. Ich bin übrigens Lara. Avil. Drei Kundenwandbilder entziffern. Na klar, was denn sonst? Aber ich mache mal eine ganz kurze Aufnahmepause. Jetzt sind wir wieder hier unten bei unserem, ne, Dingens, Bummens, bei unserem Basislager. Ich mache hier mal eine ganz kurze Pause und dann sehen wir uns gleich. Was ist denn hier los? Geht ja gar nicht. Gleich wieder. Bis dahin. Ciao. Don't go far. You had me searching for a reason.
place for you to be put under the water.